Wir stehen hier gerade wieder auf der Baustelle bei der guten Azuka. Ich begrüße euch zurück zu GTA 3 in der Definitive Edition. Wir gehen direkt los in die Mission, wir lassen es richtig krachen. Was geht ab heute, hä? Was geht ab? Espresso to go, das klingt gut. Oh. Miguel certainly has some of that famous Latin stamina. I'm quite exhausted. We underestimated Catalina's plans for Spank. It reaches far beyond the yard he's selling it on the street corners. The cartel have a front company. The Kappa Coffee House. They've been selling Spank through the street stalls. We have no choice but to put these drug stands out of operation. Smash them to splinters. Wie lange macht die das jetzt schon? Suche in den Stadtteilen von Liberty City nach Espresso-to-go-Ständen. Wenn du den ersten Espresso-Stand zerstört hast, hast du 8 Minuten, bis das Kartell seine Dealer warnt. Oh, das bedeutet... Ich habe dann nur noch 8 Minuten, bis die... Oh, jemine. Das Kartell ist doch noch da. Ich höre die schießen. Wir sollen diese Kaffeestände eliminieren. Da wäre doch das Klügste. Ich nehme meine Spezialausrüstung zur Hand, die ich hier so schön gesammelt habe. Nämlich diese Wunderbärs... Du bist so hässlich, ne? Fahr doch mal. Du bist so eine stinkende Qualarina. So. 1 von 9. Boah, ich muss noch mehr suchen. 1 von 9. Wo soll ich denn die alle finden? Da drüben habe ich angeblich jetzt einen entdeckt. Ich habe 8 Minuten, um die alle zu zerstören jetzt. Aber läuft doch. Also mit dem Raketenwerfer geht das zackig. Da könnt ihr nichts entgegensetzen. Ist die Frage, muss ich durch ganz Liberty City oder muss ich nur hier längs? Oh, wir haben 2 entdeckt noch. Zwei haben wir noch entdeckt von den schönen Kaffeeständen. Die Gegenwehr ist auch relativ beschränkt, muss man sagen. Das ist das Gute daran, wenn man den Raketenwerfer hat. Direkt vor der Kirche verkaufen die Drogen, Alter, die sind echt hart. So, 4 von 9. Natürlich wirklich, ich habe halt Angst, das sind 9 Läden. Was hatte die Missionsbeschreibung gesagt? Suche in den Stadtteilen von Liberty City. In den Stadtteilen. Weil bei der Missionszeit klingt das auch offen gesagt hart danach, dass die überall sind und nicht nur hier. Da fahren wir aber nochmal in die Gegend und gucken, ob hier was ist. Sonst nehmen wir halt den Tunnel nach Portland. Weil 9 Läden, die waren jetzt so verteilt, hier ist eigentlich keiner mehr, denke ich, hä? Dachte ich mir fast. Wir finden hier nämlich keinen mehr. Wir müssen echt durch ganz Liberty City durch. Entschuldigung. Na gut, dann soll es so sein. Dann fahren wir jetzt nach Portland rüber. Wo wir richtig Ärger kriegen, denke ich. Wird ein Traum. Weil ich bin da ja beliebt wie Fußpilz. Zieh doch ja mal rein hier, Sabba. Espresso to go. Ich dachte, die verkaufen echt ein richtig schönes Espresso. Und was kriegst du wieder? Doch nur Drogen, die Mutti schwanger machen oder sowas in der Art. So, zum Flughafen wollen wir noch nicht. Bräuchte bald ein neues Auto. Meins wird nicht mehr lange halten. Aber es ist so eine schöne, schnelle Karre. Ich weiß auch, wo ich eine andere neue, schnelle Karre auf die Schnelle herkriege. Eine schnelle Karre auf die Schnelle, schnell, schnell, schnell. So viel schnell, versteht ihr, was mich belustigt? Ich bin sehr simpel. Ich bin so simpel, dass ich Schmerzen erleide. Alles gut. So, und jetzt wehe, hier drüben ist kein Kaffeestand. Aha, einer wurde mir schon... Na gut, dann nehme ich den Patriot. Wir haben ja notfalls für eine Mission auch noch den kugelsicheren Patriot. Man weiß ja nie, wann man eine Mission kommt, wo du den echt übel brauchst. Aber es ist tatsächlich so, in ganz Liberty City verteilt der Dreck. 4 hatten wir da, das heißt, es fehlen noch 5. Ich würde sagen, 3 sind hier, 2 sind drüben. Von der Größe der einzelnen Inseln her halt. Problem ist, dass die Mafia mir hier ganz schön an die Schnürsenkel pullern möchte. 5 von 9. Wir müssen schnellstmöglich aus dem Mafia-Gebiet raus. 5 von 9.
würde sagen, hier fehlen noch zwei auf der Insel. Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde sagen, ja, aber irgendwie finde ich gerade keinen. Also im Hafen scheint keiner zu sein. Doch, 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 doch. Oh, da hätten wir jetzt fast Mist gebaut. Stell dir mal vor, das hätte ich erst hier hinten gecallt. Ist die Frage, war das hier wirklich der letzte? Du hast alle im Portland zerstört, da unten steht's. Aber die grüne Schrift sieht man manchmal. Es sind noch Espresso in... Ach, da stand gar nichts. Wir haben tatsächlich noch auf der ersten Insel irgendwo einen Kaffeestand rum existieren? Oh, das ist aber nicht gut. Ist wahrscheinlich auch nur noch einer, aber den musst du auch erstmal finden, ne? Ich brauche ganz schnell einen Schlachtplan, Karte. Wir fahren jetzt hier mitten in die Stadt. Dann machen wir... Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich den übersehen habe im linken Stadtteil. Das ist so ein Bauchgefühl in mir. Das wäre halt perfekt. Da könnten wir eine kleine Schleife links fahren. Und wenn wir da einen Laden finden, könnten wir dann gleich über die normale Brücke fahren, rüber in den letzten Stadtteil. Und wenn dem nicht so ist, weiß ich auch nicht weiter. Aber hier war ich eigentlich auch nicht groß unterwegs, denke ich, in der Gegend. Wir waren eigentlich genau in der anderen Gegend unterwegs, ne? Also könnte es schon durchaus sein, dass hier irgendwo... Ja, da ist er schon gespawnt. Dass hier irgendwo der Kaffeeladen steht. Habe ich doch geahnt. Mein Bauchgefühl lässt mich nicht immer im Stich. Nur meistens. So, wo haben wir denn den schönen Espresso da unten? Hä? Meine Mutti sagt, es gibt Essen? Jetzt aber. Okay, jetzt sind nur noch zwei Stück und die sind beide drüben. Also fahren wir jetzt wie geplant die schöne Zugbrücke lang. Zugbrücke im Sinne von, die wird nach oben gezogen. Hebebrücke. Hydraulikbrücke, wie nennt man sowas? Hebebrücke? Nennt man das Hebebrücke? Egal. Wir haben nur noch 2 Minuten. Ich kann mich jetzt nicht auf sowas konzentrieren. Wir haben 2 Minuten für 2 Läden. Da drüben müssen 2 Läden stehen. Ich habe 1 Minute pro Laden. Eine ist garantiert am Flughafen. Am Flughafen garantiert. Und das andere entweder im Wohngebiet, aber ich würde eher sagen im Industriegebiet. Da sind doch, also vom rein wirtschaftlichen her würde ich sagen, Flughafen und Industriegebiet, weil da die meisten rumrennen, die Kaffee holen. Im Wohngebiet brauchst du keinen Kaffeestand. Ich habe eine Kaffeemaschine daheim, weißt du? Muss das jetzt sein? Oh, ich hasse euch. Meine schöne Zeit. Das ist deine Schuld. Und du hast geholfen. Jetzt komm, lass die Brücke wieder runter. Ich habe echt keine Zeit für so einen Firlefanz. Ihr versorgt mir meine ganze Existenz. Komm schon. Mach hinne, Rüdiger. Los, 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 los. Ich habe keine Zeit für so Mist. Oh, jetzt habe ich nämlich nur noch 1 Minute. Das war jetzt richtig mies, dass sie die Brücke hochgezogen haben. Das hat so viel Zeit gekostet. Hm, eins ist da drüben. Da kann ich aber auch schlecht eine Abkürzung nehmen jetzt. Ich glaube, eine Abkürzung macht da auch überhaupt keinen Sinn. Wir fahren einfach mit Geschwindigkeit hier runter. Und jetzt haben wir keine Minute mehr für den anderen Laden. Wird schwierig. Versauen die mir hier? Nur wegen dieser Scheißbrücke haben die mir das jetzt versaut, ne? Aber ich gebe noch nicht auf. Keine Angst, noch gebe ich nicht auf. So, der andere ist im Industriegebiet, sage ich. Alles andere, da wäre die Mission vorbei. Aber wenn es im Industriegebiet ist, habe ich noch eine ziemliche Chance, das doch noch zu packen. Shit! Das war nur diese scheiß hässliche Brücke. Wäre die nicht gewesen... Ja, was soll ich denn machen? Ich weiß ja nicht mal wohin. Ja, das war's, das war's. Nur wegen dieser Scheißbrücke. Glaubt ihr das? Was macht denn der da? Das wäre doch garantiert hier oben gewesen. Das Kartell hat seine Dealer gewarnt. Ja, danke für nix, ganz ehrlich. Diese Dreckshebebrücke, ey. Okay, aber diesmal sind wir wesentlich klüger, hoffe ich. Wenn ich den ersten Stand zerstöre, schlagen die Alarm. Mach mal schnell einen kleinen Ausflug ein Stück hier hinter. Ich weiß gar nicht, ob hier noch einer war. Aber ich glaube nicht.
Darf ich denn die anderen schon callen? Das würde mich interessieren, ob ich die anderen schon callen darf, aber ich glaube eher nicht. Wäre ja sonst unfair, da könnte ich ja jetzt ganz gechillt hier einfach alle markieren, weißt du? Also gut, auf ein neues. Weg mit dem Kaffee. Das gibt's nicht, hä? Habt ihr das gesehen? Dieser Drecks-Raketenwerfer schon wieder. So, eins von neun. Kann losgehen? Kaffee, Kaffee, den hole ich zum Saufen raus. Den mache ich dem Gar jetzt aus. Wah, 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 wah. So, passen Sie ab. Hier drüben ist wieder das schöne Parkcafé. Zwei von neun. Es war halt auch, es hat auch ein bisschen Zeit gekostet, muss man einfach sagen, dass ich vorhin noch einen hier vergessen habe. Geh bloß weg, du verhaftest mich nicht. Nur weil ich hier durch die Gegend baller wie der letzte Orsch. Das ist doch kein Grund, mich in Haft zu nehmen, nur weil ich mit dem Raketenwerfer in der Innenstadt rumballer. Scheiße. Sehr schön, 4 von 9. Jetzt fahren wir noch ein Stück hier rum. Wo war denn der andere? Einer fehlt nämlich noch. Und hier drüben irgendwo, hä? Ja, dieser blöde Bus! Da drüben ist der. Das war, glaube ich, der letzte hier. Ja, das war der letzte hier. Kurze Orientierung, wo komme ich jetzt am schnellsten wohin? Nach Portland komme ich am schnellsten über die Britke. Die Britke Umpewump. Da drüben gab es zwei, eine im Mafiaviertel, eine im Hafen. Aber das ist echt so eine Mission, wenn du die ein zweites Mal spielst, geht's dann locker flockig, weil du merkst dir halt, wo die Sachen stehen zum Großteil. Und jetzt, wo wir auch wissen, dass wir benachrichtigt werden, wenn wir einen Stadtteil alle haben, ist das ja eigentlich schon fast Cheating. Man könnte auch überlegen, ob man sich hier irgendwie nochmal ein anderes Auto zulegt. Aber hier ist jetzt nicht unbedingt was Sportliches unterwegs. Da bleibe ich vielleicht doch lieber. Solange die Karre nicht brennt, kann ich ja dabei bleiben. Hm, das wird dann schwierig gleich bei der Mafia oben. Die könnten ausrasten, wenn ich herumfahre, ne? Sechs von neun Kaffeebuden. Aber das Kartell kriegt ganz schön auf die Schnauze von allen Seiten von uns, ne? Das wird immer schlimmer. Wie viele Geschäftsstellen wir denen immer zerstören, sobald die welche haben. Guckt euch mal die Zeit an. Ich habe noch 5 Minuten. Das ist astrein super. Problematisch wird es jetzt nur hier oben wegen der Mafia. Ich hoffe, die haben keine Schrotflinten gezückt. Okay, und jetzt nehmen wir den Tunnel, würde ich sagen. Den Tunnel rüber nach Shoreside Vale. Vor allem müssen wir erstmal raus aus dieser Gegend hier, wo die alle auf mich ballern, wie die Blöden. Wie die Gesäßtaschen. Geht alle weg. Ich will nicht brennen. Brennen ist krass unattraktiv. Okay. Beschilderung Richtung Flughafen wäre gut. Shoreside Vale stand auch dran. Also auf jeden Fall geradeaus. Beschilderung nach Flughafen wäre mir ganz wichtig. Da biegen die schon wieder ab, wie die Blöden. Aber die Yakuza-Karre, die lässt sich eigentlich wirklich ganz gut fahren, muss ich mal so anmerken. Wenn ich gerade mir hier jeder wieder einen Strich durch die Rechnung machen möchte. Okay, jetzt müsste gleich eine Abbiegung kommen. Ja, wo geht's zum Airport? Links. Wir fangen nämlich beim Airport an. Und diesmal liegen wir super in der Zeit. Guckt euch das mal an. Ich habe noch 3,5 Minuten. Also diesmal kommt nichts dazwischen. Manche Mission musste halt einfach ein zweites Mal spielen.
Nein, 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 nein. Gib bloß weg. Oh Gott! Was war das denn? Das war eine Kartellkarre. Aber Junge, hat die mich jetzt erschrocken. Die kam aus dem Nichts. Wie Katzenköttel. Die kommen auch immer aus dem Nichts. Die liegen plötzlich unter deinem Kopfkissen. Da habe ich noch nie mal eine Katze. So. Nein, ich will keine Kettensäge. Tschüss. 8 von 9. Jetzt haben wir noch 3 Minuten fast, um die letzte Bude zu finden. Also diesmal mache ich mir keine Sorgen. Ich glaube, die sind hinter mir her. Kann das sein? Die sind hinter mir her. Jetzt weiß ich auch, was hier vorhin für ein Kartellschlitten für einen Überflug gemacht hat. Die sind mit Highspeed hinter mir her, die Schweine. Das habe ich aber jetzt erst gerafft, dass ich bereits gejagt werde. So. Und da wurde die Bude auch schon, habe ich doch gesagt, Industriegebiet. Sogar direkt beim Krankenhaus, ja herrlich. Da kannst du gleich auf den Zug gehen und wenn du rauskommst, herzlich willkommen zurück in der Welt. So, wo ist die Kaffeebude? Ist das überhaupt das Krankenhaus? Ich glaube, ja. Ja, ist es tatsächlich sogar. Ja, jetzt aber. Mach weg die Sau. 9 von 9, du hast alle Espresso-Stände zerstört. 40 Riesen hat mir das eingebracht. Und wir haben bei Asuka auch direkt schon wieder eine Mission. Jetzt musst du natürlich erstmal wieder bis Feuerland Mitte fahren. Ja, das ist ja wohl klar. Aber das kriegen wir hin. Wir sind ja jetzt glücklicherweise direkt schon am Flughafen. Da können wir wieder die schöne Brücke rüberfahren und uns wieder aufregen, dass die wahrscheinlich in dem Moment, wo ich komme, wieder hochgezogen wird, wie es halt immer so ist. Dann schauen wir mal. Wir haben auch beim Donald, bei dem haben wir auch noch Aufträge, ne? Aber die Asuka, die hatte jetzt immer so coole Aufträge, die gegen das Kartell sind und das mag ich eigentlich. Also machen wir bei der jetzt einfach weiter. Lips 106. So. Das war das neue Werbevideo für den Radiosender. Wie oft habe ich das gemacht? Das habe ich heute schon mal gefragt, glaube ich, ne? Weil ich mache das echt jedes Mal, wenn ich das Plakat sehe. Ich kann nicht anders. Das Plakat macht mich so radig. Oh. Ich lebe noch. Das ist aber schön. Obwohl ich mit dem Krankenwagen fahre wie so eine gesenkte Sau, habe ich das krass überlebt. Guck mal, wir waren hier ewig nicht. Geh mir mal neue Knallköpfe holen. Damit meine ich eigentlich eine kugelsichere Rüstung. Ich kam jetzt noch nicht drauf. Können wir auch hier nochmal alles einsammeln. Was ich habe, habe ich hier. Gib her das gute Zeug. Zu viel Munition gibt es nicht. Unser Kugelsicherer ist noch da. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob wir den irgendwann tatsächlich auch mal brauchen werden. Aber ich lasse den einfach in der Garage, weil wenn wir den mal brauchen, wissen wir, wo er steht. Oh, sehr schön. Mein neues Lieblingsexemplar von einem Automobil. Ja, ich wollte bestimmt das hier klauen. Definitiv. Ganz klar. Ich wollte nie das coole Auto hier. Raus da. Und jetzt fahren wir einfach mal keine Delle rein, bis wir da sind. Ja, super, super. Ich fühle mich so wohl. Die Jamaika-Heads sind hier. Was wollten die Yadis hier? Ich dachte, das Kartellgebiet oder hat sich das Kartell hier schon zurückgezogen? Na, ich weiß es ja nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, wir sind da, wieder da. Es ist so wunderbar. Drum sage ich euch heute Adieu. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da geht es ab hier im Musikantenstadel. Von der Lord Edition und alles und... ja. Tschüss, ne?